Na, was ist da denn los? Der Markt scheint sich wirklich schon entschieden zu haben und Trump hier als den Sieger zu wählen. Zumindest mal, wenn man dem Glauben schenkt, dass der Markt immer mit dem Trump-Faktor unterwegs war in den letzten Jahren. Aktuell der Markt ja nun wirklich sehr stark hier gewesen. Aber, und das ist das Spannende, das ist jetzt der Dow Jones, den wir hier mal haben. Also ohne den Nachthandel, der ja auch immer noch mal hinter den verschiedenen Einflüssen jetzt hier stand. Und wir sehen, wenn wir uns das hier im kurzfristigen Chart mal angucken, dieses wunderschöne, eigentlich ja mustergültige, kann man schon fast sagen, fünffällige Verhalten. Ich male hier mal ein paar Zahlen hier hin. Das ist ja schon fast lehrbuchmäßig. Und wir sehen, der Markt kommt jetzt runter. Und das ist gar nicht so abwegig. Im Gegenteil, das ist eigentlich genauso, wie ich mir das idealerweise wünsche, wie ich mir das typischerweise vorstelle. Da müsste jetzt eigentlich dann sowas wie eine A, B, C hier folgen. Die muss natürlich nicht so aussehen, wie ich die hier gezeichnet habe. Da gibt es verschiedene Formen. Das kann ein bisschen höher sein, das kann steiler sein, das kann mehrfach hin und her wackeln. Aber das wäre etwas, was ich herzallerliebst finde. Warum? Dann hätten wir eine starke Seite fünfwellig, eine schwache Seite dreiwellig. Ja, Moment mal. Wieso denn dreiwellig? Das wissen wir doch noch gar nicht. Die kann doch auch so gehen. Richtig. Und das ist der Grund, warum ich so zwingend immer auf den Trigger warte. Das heißt, dass er diese Hochmarke da nochmal durchstößt. Das würde gar nicht passieren, wenn der Markt sich hier irgendwie nach unten weiter absetzt. Dann stört das gar nicht. Erst wenn der Markt dann hier wieder die Gegenrichtung eingeht, das wäre für mich so das Indiz, dann hier wieder loszuschlagen, um dann hier gegebenenfalls auf die Long-Seite zu wechseln. Ihr seht also, das ist die Richtung, mit der ich hier eigentlich rechne, wenn der Markt hier durchgeht, nämlich dass wir dann die Haupttrendrichtung hier nach oben nochmal haben. Das wäre eigentlich so die typische Erwartungshaltung. Ich bin also eigentlich auf der Suche nach etwas Bullischem, warte aber auf diesen Rücksetzer. Im Moment ist das bei den Future-Märkten noch nicht so wirklich. Also wir sehen, dass der S&P 500 als Future jetzt hier, also gerade das Ding mit 24 Stunden, also auch dem Nachthandel, dass der das noch nicht so richtig drauf hat mit dem Zurücksetzen. Der Dow Jones Future ebenfalls nicht wirklich. Da sehen wir, dass die starken Seiten immer noch nach oben, dann wackelt er mal zwischendurch. Ihr seht das Prinzip dieser relativ starken Seite, der schwachen Seite, die hier fällt. Naja, gut, dann geht es halt wohl noch mal nach oben. Also dieses klassische Prinzip, das bleibt ja in vielen Situationen dann erhalten, aber gibt uns dann die Chance, irgendwann mal, wenn dieser Rücksetzer kommt, da drauf mal zu setzen. Im Moment ist das noch ein bisschen Zukunftsmusik, denn der Markt ist noch stark. Wer jetzt ganz kurzzeitig unterwegs sein will, der kann natürlich auf einen 5-Minuten-Chart, vielleicht auch einen 15-Minuten-Chart, darauf warten, dass nach einer starken Bewegung mal was Wackeliges kommt, um dann na, die starke Richtung halt nochmal zu machen. Starke Richtung, schwache Richtung und so weiter, um das nochmal zu machen. Noch gibt es keine Anzeichen für die Shortseite. Ich würde sie gerne mal sehen. Und zwar, wenn ich Shortseite meine, dann meine ich den dezenten Rücksetzer, den ich eben angedeutet habe, denn ich will es ruhig hier auch mal einzeichnen. So etwas täte dem Markt gut und würde dann sogar noch mal neue Chancen geben, sich hier auf der Long-Seite dann entsprechend noch mal wieder zu positionieren für die nächste Fortsetzung. Das Bild ist also relativ klar im Moment noch nicht auf abwärts getrimmt. Im Gegenteil, wir sehen das hier im ganz kurzfristigen, den Nasdaq. Gehen wir mal ruhig auf den 15 Minuten, Entschuldigung, 5-Minuten-Chart. Dann sehen wir dieses klassische Verhalten und das sollte so den Nachmittag über oder im Auge behalten werden. So sage ich jetzt mal, dass immer, wenn eine Seite eben stark ist und die andere eben so dieses klassische Bild, dann hat man die Chance, hier nochmal auf eine Fortsetzung zu hoffen. Problem allerdings ist, es gibt keine klare Zielhöhe. Irgendwas oberhalb dieser Marke wäre dann zumindest mal sehr realistisch. Und wenn ich diese Marke meine, dann meine ich das jetzt nicht so sehr auf dieses Hoch bezogen, sondern immer oberhalb des letzten Hochs. Denn wir sehen ja, das ist nicht das erste Mal, das passiert jetzt hier schon zum zigten Mal. Das heißt, wir haben keine echten Zielerwartungen. Deshalb ganz dringend, wer so einen Handelsansatz hier handeln will, da spricht nicht grundsätzlich was dagegen, aber der sollte dann mit irgendeinem relativ engen Nachziehstopp, das kann der Trend sein, aber mit irgendwas relativ engen, dass solange der Markt läuft, super, und wenn er dann dreht, ja gut, dann zieht man halt nach, beziehungsweise wird dann eben da ausgestoppt. Soweit mal der Grobüberblick hier an dieser Stelle. Ich drücke euch die Daumen, dass ihr viele schöne Situationen noch findet. Wenn ihr mehr auf sowas Lust habt, dann kann ich euch nur empfehlen, meldet euch an für den Trade des Tages. Wann immer sich da ein Ansatz, eine Nummer größer als das hier, das ist zu kurzzeitig, um das da reinzubringen. Aber
Sobald sich da etwas tut, stellen wir da unsere konkreten Trading-Ideen vor und oder meldet euch an beim Born for Trading. Da habt ihr die Möglichkeit, dann immer wieder auch Nachrichten auf Smartphone zu bekommen, um genau solche Situationen dann auch vielleicht mal im Kleinen und immer wieder mal per Video dann aufbereitet zu bekommen. In diesem Sinne, euch jetzt erstmal alles Gute und ganz liebe Grüße.